Hallo Georg. Schönen guten Morgen, Nena. Servus. Guten Morgen. Hallo. Die Cheyenne schon bereit für ihren Wiegetermin? Ja, die Dicke ist schon ganz gespannt auf die Waage. Okay, hast du gesehen, ob meine zwei lieben Pferdewagen da sind? Habe ich nicht gesehen, aber wir könnten schauen gehen. Gehen wir schauen, oder? Ja. Perfekt. Georg, vielleicht kannst du mir in der Zwischenzeit, während wir warten, noch erklären, was genau wir jetzt machen und wie das ausschaut. Ja, sehr gerne. Also im Rahmen unseres Pferdewagenmodells ermitteln wir einerseits das Gewicht, indem wir das Pferd auf die Pferdewaage raufstellen. Auf der anderen Seite messen wir das Stockmaß und wir ermitteln den Body Condition Score. Okay, und was ist das genau? Naja, der Body Condition Score ist eigentlich der einzige Parameter, der uns genaue Auskunft gibt über den Ernährungszustand des Pferdes. Es wären 6 Regionen am Pferd abgetastet. Da gibt es jeweils Unterteilungen von 1 bis 9, also von sehr mager, kahektisch, bis sehr fett oder adipös. Und aus diesen 6 Regionen und dem Mittelwert errechnet sich nachher der Body Condition Score. Sehr interessant, ich bin gespannt. Schau, da kommen sie schon. Ah ja, perfekt. Nina, welche Rasse ist denn die Cheyenne? Die Cheyenne ist ein ungarisches Warmblut. Und wie alt ist sie? 19 Jahre. Die Cheyenne wiegt stolze 585 Kilo. Conny macht das Stockmaßmessen. 158 cm ist sie groß. So Nina, dann schauen wir zwei uns den Body Condition Score an. Ja. Wenn wir uns das jetzt im Detail anschauen, dann sehen wir beim Hals, der ist nur leicht konvex. Perfekt. Allerdings haben wir einen guten Fettansatz am Oberhals, der Oberhalslinie. Im Schulterbereich können wir die Schulterblattkrete nur erahnen, nicht mehr fühlen. Und es lässt sich auch hier leicht eine Hautfalte ziehen. Wenn wir auf die Unterbrust und den Rippenbogen gehen, dann können wir die Rippen eigentlich nicht spüren. Und eine Hautfalte lässt sich sehr, sehr leicht ziehen. Das ist ein Hinweis, dass wir ein gutes Unterhautfettgewebe haben. Wenn wir auf den Rücken rüber schauen, wir haben keine hervorstehenden Knochenstellen. Wir sind gut bemuskelt, er ist rund und die Haut ist auch verschieblich. Dementsprechend passt das in der Form auch. Hüfthöcker, Hungergrube, alles schön rund, weich. Und am Schweifansatz haben wir ebenso eine konvexe Situation. Mit einem guten Fettpolster drunter, verschieblicher Haut. Also ich würde der Cheyenne einen Body Condition Score von ca. 7 geben. Und das bedeutet, dass sie ein bisschen abspecken sollte. Okay, wir werden uns Mühe geben. So Nina, außerdem ist es bei einem erhöhten Body Condition Score so, dass es auch leichter zu hormonellen Imbalanzen kommt. Zum Beispiel zum equinen metabolischen Syndrom, wo der Glucose-Insulin-Stoffwechsel aus dem Ruder gelaufen ist. Es kann auch leichter zu einer Hufrehe kommen. Und was kann ich jetzt tun, dass ich sie doch noch ein bisschen abspecken kann? Naja, schau, es geht eigentlich immer um die gleichen Dinge in der Thematik. Das ist die Kalorienzufuhr und der Kalorienabbau. Mhm. Wenn du schaust, dass du sie etwas mehr bewegst, ist das einmal der beste Zugang, um ein bisschen das Pferd etwas sportlicher zu kriegen. Mhm. Und ich würde auf jeden Fall schauen, gib ihr Leckerlis, aber gib ihr etwas weniger. Ja. Gib ihr Kraftfutter, du kannst auch alles ins Kraftfutter reintun, Mineralstoffe, Vitamine, aber gib ihr etwas weniger. Ja. Und Raufutter und Wiese soll sie natürlich eine Rundumversorgung haben, aber auch da kann man stundenweise zwischendurch ein bisschen reduzieren und rationieren. Sehr gut, danke schön. Dann überreiche ich dir am Ende noch den Wiegepass. Da haben wir gleich auf der ersten Wiegeseite alle Daten eingetragen. Stockmaß und Gewicht und Body Condition Score und ein Sofortbild eingeklebt, dann kannst du das im nächsten Jahr vergleichen. Vielen Dank, danke schön. Es war wunderbar heute bei euch. Herzlichen Dank, dass wir hier bei dir sein haben dürfen. Ich wünsche dir was. Baba, servus, tschüss. Ciao.